Die beste Lösung erfinden ist einer der Grundsätze der Firma Strehl aus Bremervörde. Innovation ist hier der treibende Motor, um bei der Produktion von Orthesen stets das individuell Beste für die bedürftigen Kinder und Familien in Losgröße 1 zu produzieren. Es gibt keine Menschen von der Stange, keinen Standardmenschen, und dementsprechend kann es auch kein Standardprodukt geben, das dazu passt. Und Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen und teilweise auch geistigen Beeinträchtigungen brauchen besondere Aufmerksamkeit, und deshalb brauchen sie auch besondere, ganz besonders stark angepasste Produkte, um ihre Lebensfähigkeit zu erhalten oder gar zu verbessern. Und das schaffen wir. Um das möglich zu machen, setzt man bei Strehl auf neueste Techniken wie Robotik und 3D-Druck. Angefangen bei Kopfstützen, die den Kopf bei einer Spastik festhalten, bis zur perfekt an die Körperform angepassten Sitzschale. Mitarbeitende haben über eine digitale Strehlipedia jederzeit Zugriff auf den Wissensfundus des Unternehmens. Für Innovation und Fortbildung gibt es sogar eigene Unterfirmen. Strehl ist neben der Kinderreha-Technik, die wir mit sehr viel Herzblut betreiben, auch das Strehl Lab, in dem wir sehr stark innovieren, unsere Ideen nach vorne bringen, und darüber hinaus die Strehl Akademie, in der wir unser Wissen offen teilen. Und für die Zukunft wird es noch den Strehl Campus geben. Im Campus werden wir das Fortbildungsniveau für unsere Branche weiter nach vorne bringen. Um im gesamten Unternehmen den Innovationsgeist voranzutreiben, setzt man auf eine enge Zusammenarbeit im Team zwischen erfahrenen Mitarbeitenden und neuen Kollegen. Doch auch von außen holte man sich durch starke Partner wie Airbus sowohl Know-how, aber auch Rohstoffquellen ins Unternehmen. Carbonfasern, die in der Flugindustrie als Reststoff entstehen, sind für Strehl wertvolles Material für den Orthesenbau. Regelmäßig initiiert Strehl gemeinsame Forschungsprojekte mit Universitäten. Zuerst war die Neugier da. Und dann das Ergebnis. Und als wir verstanden haben, wie gut das funktioniert, mit Fakultäten zusammenzuarbeiten, die ein ganz anderes Know-how mit einbringen können, andere Techniken der Forschung, der Entwicklung mit einbringen können und wir davon nur profitieren können, war das Eis gebrochen. Und auch die Ehrfurcht davor, so etwas überhaupt zu schaffen als kleiner Mittelständler im Handwerk. Mittlerweile ist das für uns völlig normal, sich ans Telefon zu schwingen und die entsprechende Fakultät anzurufen und nachzufragen. Und daraus generieren sich immer wieder neue Forschungsprojekte, die allen zugutekommen. Den Titel IHK-Innovationsbotschafter erhalten Persönlichkeiten, die als Neudenker innovative Strategien in ihren Unternehmen umsetzen. Sie wirtschaften erfolgreich, verantwortungsbewusst und sichern sich mit Führungsstärke, Mut und spannenden Ideen langfristigen Unternehmenserfolg und schreiben damit das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns fort. Mit dieser Auszeichnung werden neuartige, ungewöhnliche und zukunftsweisende unternehmerische Tätigkeiten geehrt.